nach den Indianern. Zum Gruße. Wen haben wir denn da? Horik und Borg. Ich habe gehört, ihr habt euch einfach aufgemacht in andere Lande. Wir wollten dem Dorf nur was Gutes tun und einen Handel ausmachen. Es tut uns leid, Sire. Erstens gebührt das erste Pferd dem Stammesoberhaupt und zweitens müsst ihr das mit mir absprechen. Aber ich ziehe in Betracht, dass eure Intentionen gut waren und es ist okay. Allerdings werde ich nicht noch einmal so gnädig sein. Danke, Sire. Danke, danke, Sire. Sollen wir Bericht erstatten? Ja, dann erzählt, was habt ihr denn in der Ferne gefunden? Seid ihr auf neue Fraktionen gestoßen? Also, wir haben eine neue Fraktion gefunden. Wie hießen die? Das haben die uns gar nicht gesagt, ne? Nee. Wir haben denen nur unseren Namen gesagt. Ja, das stimmt. Und zwar befinden die sich oberhalb der Insel, rechts vom Berg. Und die Menschen dort brauchen dringend Nahrung und sind bereit, das gegen Eisen mit uns zu tauschen. Das klingt doch sehr gut. Dann könnten wir uns mit unseren Bauern in Verbindung setzen, ob sie genug Nahrung übrig hätten. Herr Harvester, da seid ihr ja gerade. Ja, unsere Feier. Und unsere Nahrungskisten sind bis oben hin voll. Dann wäre das ja sehr vorteilhaft für uns. Würde dann einer von euch mitreiten? Ich werde dann mitreiten und mir die Stelle auch einmal anschauen. Dann kann es mir einer die Stelle zeigen und wir haben mehr Platz zum Transportieren. Haben Sie gesagt, wie viel Nahrung Sie benötigen und was Sie an Eisen uns bieten könnten? Und ihr seid die schon gesehen, dass sie einen ganzen Haufen voll Eisen haben. Und das mal gucken, was sie uns da an Barren zusammenzimmern. Okay. Ich denke mal, das wird dann. Ihr seid die Schmiede. Brauchen wir zurzeit Eisen? Aber ich denke, wir sollten sie auch ein wenig mit Nahrung versorgen. Unbedingt Eisen. Okay, dann machen wir uns, denke ich, so schnell wie möglich auf. Ich habe bisher die 4 Öfen gefüllt. Ja, das ist gut. Ein bisschen Eisen ist noch über auf jeden Fall, aber es wird schwer, jetzt aus der Mine zu holen in nächster Zeit. Harvester, wie viele Pferde haben wir mittlerweile? 2. Eins hinter mir und das andere ist momentan unterwegs. Okay, wer ist damit unterwegs? Ich nehme mal an, Lupold, dieser Witzbold, wieder. Ja, der saß vorhin, ist ja aufgesessen. Ich denke mal, er holt besorgt Lupold jetzt noch ein Pferd mehr. Allerdings muss ich in Schutz nehmen, Sire. Lupold besorgt Fleisch und Nahrung. Das kann er auch zu Fuß machen. Oh, ich hoffe, er geht meinem Auftrag nach und holt uns ein zweites Pferd. Dann warten wir, bis das Pferd wieder da ist und dann machen wir uns auf mit der Nahrung zum Tausch. Sire, ich würde euch Horik empfehlen. Er hat ein sehr gutes Gedächtnis der Karte. Und also der Landschaft und weiß den Weg sehr gut. Okay, dann. Das mag so stimmen. Dann begleitet ihr mich später, Horik. Und falls ein weiteres Pferd mitkommt, könnt ihr dann natürlich auch mitkommen nochmal, falls wir noch mehr zum Handeln braucht. Dann könnt ihr auch das Eisen begutachten. Okay. Gut, dann treffen wir uns hier wieder, sobald die Pferde eingetroffen sind. Ich werde dann jemanden zur Schmiede schicken und euch abholen lassen. Ja, Sire. Dankeschön. Bis später. Sire, Dankeschön. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl.